So, und jetzt für mich gerade 10 Sekunden vergangen, für euch 2 Tage. Das ist mal wieder hier bei Dingsbums, hier Mass Effect heißt das Spiel. Folge, keine Ahnung welchen. Wir haben ja anscheinend Victus und seine Männer. Ah, okay, Victus hat sich überlebt. Oder ist er das? Na? Lieutenant also, Victus? Ich kann leider die Leute nicht voneinander halt unterscheiden. Commander Shepard, meine Männer und ich stehen in ihrer Schuld. Danke, dass Sie so viele gerettet haben. So viele? Na. Was ist hier geschehen? Hat versagt! Halten Sie sich zurück, Soldat! Er trägt die Schuld am Tod dieser Männer! Ich sagte, halten Sie sich zurück! Ah, ich muss eine Entscheidung finden, wa? Ich habe Ihnen allen gerade den Arsch gerettet und jetzt beruhigt sich erstmal jeder. Lieutenant, was geht hier vor? Ich habe eine schlechte Entscheidung getroffen. Das ist alles meine Schuld. Aha. Ich zog Vorsicht und Taktik einem Frontalangriff vor. Und meine Männer mussten dafür bezahlen. Was hat er getan? Sie meinen den Absturz? Ja, genau. Wir konnten über Holo sehen, dass Reaper-Einheiten unseren Kurs blockierten. Ihn beizubehalten hätte schwere Verluste zur Folge gehabt. Also wählte ich eine sicherere Route, den Feind zu umgehen. Wir flogen tief und durch diese Ruinen. Als wir auf Widerstand stießen, hatten wir keinen Platz mehr für Ausweichmanöver. Plötzlich steckten wir mitten in einem Kampf ums Überleben, den viele meiner Männer verloren haben. Ja, also schlechte Entscheidungen kommen vor, das ist richtig, aber das sollte man vielleicht... Was macht er denn hier? Na, da wird ja wieder hier... Ja, einerseits, ach komm, hier, das da. Es erfordert Mut, seine Fehler zuzugeben, aber man muss darüber hinwegkommen und weitermachen. Ich weiß, aber es ist noch so frisch. Unsere Mission ist jedenfalls fehlgeschlagen. Sobald die Verletzten stabilisiert sind, kehren wir zur Flotte zurück. Ja, und welches Schiff? Sie geben Ihre Mission auf? Wir haben über 30 Mann verloren. Es wäre Selbstmord. Was hatten Sie hier eigentlich genau vor? Es gibt eine Bombe auf diesem Planeten. Wir sollten sie entschärfen. Eine Bombe? Wie groß? Gewaltig. Cerberus hat sie. Boah, warum hat Cerberus das Ding hier schon wieder? Wenn Cerberus diese Bombe hat, müssen sie ihre Mission zu Ende bringen. Nee, das muss haben ich wahrscheinlich. Diese Männer nicht schon genug geopfert? Ich verstehe das. Man kann kein schwereres Opfer verlangen. Aber ihre Männer haben sich dazu verpflichtet, es zu bringen, genau wie sie. Meine Männer sind fertig, Commander. Selbst wenn ich die Mission abschließen wollte, sie wollen es nicht. Es ist ihre Aufgabe, sie dazu zu bringen. Und wie? Ehre, genau. Die Turianer haben es ja so mit Ehre. Also bei den Kroganern wäre es nicht passiert. Die hätten das einfach gemacht. Ich erinnere an die Kroganer, die sich da in die Höhle geschlichen haben, um welche Waffen abzulegen und dann zu sterben. Das waren Leute von Ehre. Das, ja, komm hier, Ehre. Ihr Opfer bedeutet, dass andere nie mehr durchmachen müssen, was sie heute hier durchgemacht haben. Dieses Opfer wird ohne jede Ehre sein, wenn die Mission fehlschlägt. Haha. Männer, ich weiß, was heute hier geschehen ist. Aber wir müssen weitermachen. Nein, müssen wir nicht. Wen interessiert schon ein paar Kroganer-Leichen? Es ist vorbei. Wir sind Turianer und werden einen Triumph von Cerberus nicht zulassen. Unser Opfer bedeutet den Unterschied zwischen Leben und Tod für die gesamte Galaxie. Alle sollen sich daran erinnern, dass die Helden des 9. Zuges ihre Pflicht tapfer erfüllt haben. Also Männer, das Shuttle wird jede Minute da sein. Wir ziehen ab. Wir sind überzeugt. Ah, sind sie wieder dabei. Commander, kommen Sie mit uns. Oh, dann sterbt ihr alle. Wir sind nur noch eine Rumpfeinheit. Wir können jede Hilfe brauchen. Senden Sie mir den Navi-Punkt. Mal sehen, was geht. Danke. Das gibt uns Zeit, ein wenig Aufklärung zu betreiben und zu sehen, womit wir es zu tun haben. Zeit. Victus, Sie haben jetzt eine zweite Chance. Lassen Sie Ihr Opfer nicht vergebens sein. Verstanden, Commander. Hoffentlich sehen wir uns dann am Treffpunkt. Wie die alle terranische Militärgrüße haben. Dann geht die Mission hier noch weiter. Hätte ja, das sind wir wahrscheinlich so viele Waffen, oder? Ah, ne. Cerberus-Bombe? Was zum Teufel ist da los, Commander? Und was haben die Turianer? Ja, ich finde das auch ein bisschen mysteriös. Die Koordinaten von Victus liegen im Karfik-Tal, einem dicht besiedelten Gebiet. Mehr weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, da stimmt was nicht. Was schlagen Sie vor? Der Primarch soll auspacken. Das kroganische Militär alarmieren? Noch nicht. Wir wissen zu wenig. Bis zur Heilung sind die kroganisch-turianischen Beziehungen angespannt. Kein Risiko. Und diese Bombe? Wie viele Truppen setzt Cerberus dabei ein? Alle. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass... Wir dürfen die Bombe nicht detonieren lassen. Ja, das wäre auch total doof. Informieren Sie mich, Hackett Ende. Ja, oh, tschüss. Ich müsste eigentlich mal hinfliegen, wo er rumbaut. Das würde ich ja gerne mal sehen. Ach, ich muss nicht mal so drehen. Primarch Victus. Ich muss nicht mal selber sprechen. Beeindruckende Arbeit auf T'Chanka. Ich bin dankbar, dass Sie... Primarch Victus, warum haben Sie mir nichts von der Cerberus-Bombe gesagt? Wieso das Verheimlichen? Was verschweigen Sie mir noch? Ich habe Ihnen nichts zu sagen. Unser Bündnis.
funktioniert nur über Vertrauen. Kommt der mit Geheimniskrämerei? Unsere Freundschaft ist neu, Commander. Würden Sie mir Informationen anvertrauen, die Ihr Volk oder die Erde in Gefahr bringen? Den Cerberus-Spruch bringe ich jetzt besser nicht, weil ich möchte ja was von Ihnen. Das wäre auch selten dämlich, diese Dialogoption zu wählen. Also jetzt mal ohne Witz, ja komm, ich muss dir trauen, genau, hier. Warum sollte ich unser Bündnis durch Lügen gefährden? Das ergibt keinen Sinn. Entscheidungen wie diese bedrücken mich. Als ich General war, konnte ich sie der Befehlskette beantworten. Aber jetzt habe ich nur noch mich. Verstehen Sie mich? Natürlich. Und? Und das wär's. Wie, das wär's? Moment, eins noch, Commander. Danke, dass Sie meinen Sohn gerettet haben. Aha. Kann ich jetzt nicht irgendwie eine Order geben, dass ich ihn hier bitte da schön erschossen haben möchte, wenn ich, 10 plus Ruf, yay, wenn er, Tagebuch aktiviert, Tanker, Bombe. Wenn ich, da irgendwie mal, er mal nicht, weil mit mir spricht da, Dingsbums hier, wenn ich sterbe, weil er mal keine Informationen gegeben hat, sollen meine Leute ihn erschießen. So, kann ich sowas nicht sagen? Ich habe mal ein starkes Druckmittel, aber ich glaube, darauf braucht man kein Vertrauen. Prima, ich. Junge. Ich bin Ihnen sehr dankbar, Commander. Die Lage mit den Kroganern ist bereits kompliziert genug. Ja, jetzt. Aber nicht so kompliziert, wie eines Tages als neuer Primarch aufzuwachen. Ja, das stimmt. Langsam verstehe ich, warum Anführer oft so einsam wirken. Ja. Worst-Case-Szenarien sind nicht bloß Theorie. Meistens steckt man 5 Minuten später mittendrin. Ja, deshalb sind Verbündete sinnvoll. Da haben Sie natürlich recht. Kann ich Ihnen denn irgendwie helfen? Ja, ich habe hier so eine... Ach so, nach der Heilung der Gene Frage? Die salarianische Dalatras fragt sich, was die Kroganer nach der Heilung tun werden. Wie sehen Sie das? Wenn wir die Reaper nicht aufhalten, spielt das keine Rolle. Aber ich verstehe Ihre Zweifel. Der Mond, auf dem Sie mich gefunden haben? Dort fand unsere letzte Schlacht gegen die Kroganer statt. Sie kannten keine Gnade. Letzte Schlacht? Wie ist es ausgegangen? Die Kroganer setzten Asteroiden als Waffen gegen unsere Kolonien ein. Oh, da fällt mir was ein. Wir hatten nur noch ein letztes Mittel. Die Genophage. Ja, die Pläne der Kroganer nach dem Krieg sind wirklich ein Problem. Aber mir ist ein dankbarer Verbündeter lieber als ein nachtragender Feind. Ja, aber das, da gibt's ja so ein bisschen Geschichte, wa? Die Kroganer um Hilfe zu bitten, muss schwer für sie sein. Die Fehler der Vergangenheit dürfen uns nicht die Zukunft vernebeln. Wie weise. Unser beider Völker waren einst Feinde. Beim Erstkontaktkrieg. Ich war dabei. Und bin den Geschossen ihrer Navy ausgewichen. Und was ist jetzt? Wir stehen in einem Torianisch-menschlichen Schiff. Naja, das wurde eigentlich. Und arbeiten zusammen. Das wurde eigentlich von Cerberus gebaut. Das war's. Nur weil die Ursprungsentwicklung der ersten Normen, die von den Turianern war, ist jetzt ja nicht unbedingt, dass es ein Torianisch-menschliches Schiff ist. Also jetzt. Mal wirklich. Ah, nee, falsch. Falsche Richtung. Ach ja, genau. Planeten auf. Asteroiden auf Planeten schleudern. Das hat Tradition. Das gab's schon öfter. Und zwar damit. Das fällt mir gerade wieder ein Spiel an. Das ist gerade noch eine Entwicklung. Planetary Annihilation heißt es. Ich. Der Krieg macht Menschen dumm. Hast du übrigens schon mal mit Moreau geredet? Die Kollektoren haben dieses Schiff überfallen und die Crew entführt. Verdammt. Okay, dann müssen wir wohl auf alles vorbereitet sein, was durch diese Tür kommen kann. Ja, der ist doch so ziemlich der einzige Überlebende von der ganzen Geschichte, weil ich da... Commander, Sie haben eine neue Nachricht auf Ihrem privaten Terminal. Ja. Sind Sie in Ordnung, Commander? Es hörte sich so an, als wäre die Lage dort unten ziemlich schlimm gewesen. Also so eine Frage nach zwei Messeffekt... Die Turianer haben schwere Verluste erlitten, aber wir konnten sie rausbringen. Also nach zwei Messeffekt-Folgen ist das eigentlich nicht, teilen ist das nämlich nicht mehr so. Danke! Von Jessica Fromm, wer auch immer das... Oh ne, auf Rom wird es überspringen. Sehr geehrter Herr Commander Shepard, mein Name ist Jessica Fromm. Sie haben mir auf Benning das Leben gerettet. Ich habe viele Freunde verloren, aber mir gibt der Gedanke Hoffnung, dass die Erinnerung an sie in mir weiterlebt. Ich weiß, ich bin nur eine einzelne Frau, aber ich wollte sie wissen lassen, dass sie wirklich etwas bewegt. Gott schütze sie, Commander Jessica Fromm. Okay, gut, das, bisschen überzeichnet, oder? Sie heißt Jessica Fromm und, kommt mit so einem Gott segne sie. Vor allen Dingen, welcher Gott? Das waren ja schon eine Menge, bevor, wo man noch alleine auf der Erde war. Aber in dem Moment, in dem man hier in die Galaxie rausfliegt, wird das mit den Göttern noch ein bisschen mehr. Also, da gibt's ja einige. So, hier, Panzerungsspind auf jeden Fall. So, ich wollte jetzt mich mal gucken. Erstmal habe ich hier ziemlich viel Zeug mittlerweile gefunden. Was habe ich denn hier noch alles? Den Visor. Was ist das denn? Der Kondensatorhelm? Kann der irgendwas Tolles? Der ist, glaube ich, nicht so geil, oder? Warte mal, den... Im Moment habe ich ja, glaube ich, den hier, weil der ist nämlich genauso gut wie der andere. Warte mal, das Ding hier?
Der hat halt ein bisschen mehr. Der hat Schildregeneration wie Sau. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Was ist das denn? Memonischer? Wie viel Zeug kaufe ich mir denn immer? Was bringt denn der? Das bringt. Naja, Kraftschaden, Kraftaufladung. Das ist eigentlich auch nicht so geil. Was habe ich denn hier noch so Schönes? Schultern. Die Amax-Schultern, die kennen wir schon. Ich glaube, die sind einfach. Ne, die machen weniger Gesundheit. Weniger Gesundheit ist doof, weil dann sterbe ich noch mehr an Bursten. Habe ich keinen Bock drauf. Ariac Technologies ist auch nicht so kitty geil. Handschuh, was habe ich da noch? Amax Arsenal. Naja, gut, das ist jetzt. Noch weniger Gesundheit. Also irgendwie. Alle, die N7-Panzerung ist anscheinend voll auf Gesundheit ausgelegt. Weil wenn ich das mir angucke, gerade wie das aussieht. Material? Macht das einen Unterschied? Egal, ich würde jetzt sowieso erstmal. Ne, Freizeitkleidung. Hier, Panzerungsset. Kollektorenpanzerung. So wie. Deutlich weniger Gesundheit. Das ist natürlich schlecht. Also, das. Ich meine, aktuell habe ich ja gerade hier den komischen Helm. Aber was macht das Ding eigentlich weniger Gesundheit? Kassa Fabrication war, glaube ich, sowieso nicht so geil. Und Schultern. Also, Hanne Kieler, das. Ja, Waffenschaden oder Munitionskapazität? Oder Gesundheit? Also, die N7-Standardausrüstung scheint wirklich voll darauf ausgelegt zu sein, dass man halt Rüstung. Dass man Gesundheit hat. Das ist natürlich immer die Frage. Schildringens und Munitionskapazität. Das wäre ja prinzipiell ganz gut. So, und der Kondensatorhelm. Ja, wenn ich das hier so mit den Atemgeräten-Helm mache, dann weniger Schildregeneration. Aber wenn ich jetzt hier die Panzerung wechsle auf Kollektoren, Ah, dafür sind die Schilde halt stärker. Ich glaube, das ist prinzipiel besser. Infos anzeigen. Die Schildpanzerung der Kollektoren ist flexibel und hochwiderstandsfähig, kugelsichere Fasern. Die Organisation muss ich selbst sagen, dass... Achso, Gesundheit... Was? Gesundheit plus 20%? Achso, dann gut, dann machen die anderen einfach mehr. Dann bleiben wir einfach der Kollektorenpanzerung und mal gucken, wie weit wir damit kommen. Dann muss ich nochmal kurz ins Waffenlabor runtergehen, muss ja auch mal meine Waffen umbauen. Das kostet ja alles Zeit hier. Shuttleboard. Muss ich eigentlich mit irgendwelchen. Dafür, dass Ihr Shuttle so unauffällig ist, wird es aber oft beschossen. Naja, die Tarnsysteme des UT-47A funktionieren nur für Wärme und hochfrequente Emissionen. Tja, das heißt, dass uns zwar kaum ein Sensor registriert, wir aber sofort auffliegen, sobald mal jemand nach oben schaut. Zeit für ein Upgrade. Ja, die meisten Scanner und Ortungssysteme operieren bei mittleren Frequenzen. Zugegeben, wir wurden beschossen, aber runtergeholt hat uns noch keiner. Noch nicht. Zu unserem Glück sind Sie wirklich fast so ein guter Pilot, wie Sie glauben. Ja, sicher. Das auch. Ach, schön. So, Nos Astra Sportartikel. Möchte ich irgendwas kaufen? Eigentlich nicht. Ich möchte maximal meine Waffen upgraden. Und zwar möchte ich auf jeden Fall... Ne, die Festin möchte ich garantiert nicht aufbauen. Die ist einfach zu schwer. Claymore, das war doch... Wo ist denn das hier? Dieses Geräusche. Aua. Ich habe 40.000 Gold, das reicht für mich. Ja, ich weiß, das ist ein Quatsch. Aber für mich ist es Gold. So, warte, ich möchte den aufbauen. Ich möchte die Tempest aufbauen, ne? Oder vielleicht möchte ich vorher irgendwas über die Tempest lesen. Kann ich das irgendwo? Ja, genau, ich kann was über die Tempest lesen. Und zwar die Tempest. Gibt es da nicht in Albern? Hier, genau. Hergestellt von Schutzabwehr, Fürsorge, Elanos für Söldnergruppen Eclipse. Ist Tempest eine teure, aber tödliche Ergänzung für jedes Arsenal. Dieses Maschinengewehr ist auf geringe Entfernung überwältigen, wird mit zunehmender Entfernung aber ungenauer. Ja, wie alle bei allen Maschinen. Okay, dann behalten wir das erstmal. Dann möchte ich aber. So, jetzt genau, was haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt die Ultraleichtmaterialien 3 haben wir schon. Habe ich noch was gefunden? Jetzt hierfür nur. Gut, dann bleiben wir bei den Ultraleichtmaterialien. Habe ich hierfür noch was gefunden, was sinnvoll ist? Nö. Ich meine, der baut ja die neuen Läufe, die Präzisionslaufverlängerung, das Zeug, das baut er ja immer alles schon von alleine ein. Insofern, ja, Sturmgewehr, wie gesagt, das. Da muss ich mal kurz gucken, die Festen. Festen ist einem trojanischen Geist der Schöpfung benannt und wurde entwickelt, um ein optimales Gleichgewicht zwischen Präzision und Feuerkraft bei einem Maschinengewehr zu erreichen. Niederschuss wird in der Schutzschütze von Rückstoßdämpfern unterstützt, was im Vergleich zu anderen Waffen dieser bla bla bla. Ohne Präzision opfern zu wollen, das Festen ist vollautomatisch und relativ leicht und damit die bevorzugte Waffe der turianischen Infanterie. Was machen wir hier vielleicht durch Zufall? Ne, ich hab nicht mal Leichtmaterialien für die Knifter. Also das ist. Selbst wenn ich wollte, könnte ich hier nicht. Ich könnte das Ding gar nicht leichter machen, was eigentlich ein bisschen schade ist, weil wenn ich die Waffe leicht mitnehmen könnte, aber hier 17% Gewicht, also bitte, nee, das ist. Lass mal schön bleiben hier. Ich bleib lieber bei 118 Kräften. Ja, Schrotflinte, wie gesagt, brauche ich nicht. Fällt aus, dann brauche ich aber erstmal trotzdem nochmal die Tempest. Nein, nicht für die Avenger, ich möchte für die Tempest. Ach, dummes Menü. So. Nein, verdammt. Muss ich das jetzt jedes Mal aus Neue auswählen, oder kann ich das hier doppelklicken? Ja, ich kann es doppelklicken. Hervorragend. So. Ausgebaut das Ding. Noch eine Waffe, die ich mitnehmen möchte, die Mantis. Ne, ich habe ja irgendwie gerade ein anderes Sniper, ich habe keine Ahnung welches, aber ich habe auf jeden Fall alle Waffen, die ich benutze, habe ich schon ausgebaut und ich sehe keinen Sinn darin, die Waffen für meinen Folge auszubauen, weil, also, zu verbessern. Ne? So, Tempest, ne, jetzt. Möchte mir jedes Upgrade einzeln runterrudeln oder was? Jetzt könnte ich ihn mal fragen, wie es ihm geht. Ich wünschte, Sie hätten dieses Geschütz auf die Schranke mit eigenen Augen gesehen. Ich habe die Audio-Emulatoren abgeschaltet und zugesehen, wie sich der Cerberus-Kreuzer elegant und lautlos in seine Bestandteile aufgelöst hat. Wunderschön. Manchmal mache ich mir Sorgen um Sie, Mann. Ah ja, ich auch. Warte mal, können wir hier nicht noch was kaufen? Elgos Combine-Vorräte, haben die irgendwas? Ach nee, die sind alle leer oder was? Ach nee, Geschäft öffnen? Nee.
Sturmgewehr-Zielfernrohr. Das ist das Schöne, das einzig Schöne an diesem Laden. Ja, Mann, der hat dieses Menü, das ist echt dann. Ja, hier die Black Widow, die würde ich, glaube ich, gerne mal sparen. Die was? Für kurz ohne Stopfung, die würde ich ja eigentlich gerne, bevor ich sie kaufe, mal vergleichen von den Werten hier, aber wenn die so teuer ist, wird die sicherlich voll gut sein, aber dann müssen wir halt immer drauf sparen, ne? So, Kampfformationszentrum, mit der Crew muss ich, glaube ich, nicht reden, dann können wir eigentlich direkt mal zur Bombe uns hinbewegen, weil ich glaube, bei der Crew hat sich halt noch nicht so viel geändert, die ist erst wieder gesprächsrelevant, wenn ich... Der Mantel, die Genophage, nee, Stadtruinen, Bombe finden. Das sieht, die Korgane auch mal in Ruinen leben, nee, tschüss. So, wir nehmen wieder das übliche Personal mit. Zack, zack. Ich hätte gerne mal ein paar mehr Leute bei. Zum Beispiel hier den Gas und Dings hier. Wie heißt er? Die Roboterfrau. Ihren Namen ich immer vergesse. So, ja, Shepard. Ah, nee, warte mal hier. Der Turianer, der kann endlich mal die eigene turianische Waffe mitnehmen. Das wäre vielleicht mal wirklich was wert. Und dann können wir nämlich hier mal eigentlich das gute Zeug alles in die Hand drücken. Wenn wir hier schon so eine Laufverlängerung und so einen Spaß dabei haben. Durchschlagsgewehr, jawohl, Kondensator verbessert, hervorragend. So, Sturmgewehr, hat er da eigentlich schon das gute Zeug drin? Ja, Laufverlängerung. Sieht übrigens mehr aus wie ein Schalldämpfer, das Ding hier, aber so angeblich eine Laufverlängerung sein, also passt schon. So, warte mal dann hier nochmal. Leber, hat die eigentlich mittlerweile. Die hat auch das Ding, hat die, glaube ich, noch nie benutzt, oder? Die Schuriken, die kann ja nicht auch so schnell vollknüpfen. Gerade bei NPCs sollte es ja eigentlich kein Problem sein, dass da. Kühlkörper? Nee, das ist Quatsch. Ich glaube, hier gebe ich auch das Ultra-Leichtzeug, weil. Wobei, hier steht sowieso keine Prozentzahl, aber na gut, bestätigen. So, ich habe wieder 7 Punkte, das reicht wieder für irgendeine Fähigkeit. Schockwelle, reicht das? Reichen 7 Punkte? Ja, 7 Punkte reichen. Kostet sogar nur 6. Hebt. Oh. Wird das aufladen? Nee. Kurzzeitig die Luft heben, das finde ich super. Das ist, dann kann ich die auch endlich mal wieder ein bisschen mehr einsetzen. So, haben die hier Punkte? Nö, 2 und 2, gut. Mir fällt gerade so auf, ich habe mittlerweile relativ viel abtrünniges Zeug, aber naja. Barriere 800, Gesundheit 800, naja, gut. Passt schon. Hoffe ich zumindest. So ein bisschen zumindest. Norman, die Shuttle. Die Rüstung. Hier ist Hotel Invictus von 9. Zug. Hören Sie mich? Jo, so halb. Wir hören Sie, 9. Zug. Sind fast am Bombenareal, Commander. Werden ziemlich rumgeschleudert. Näher gehen wir nicht ran, Lieutenant. Suchen Sie nach einem Platz, wo Sie Ihren Zug absetzen können. Verstanden. Erzählen Sie mir was über diese Cerberus-Bombe. Ja, jetzt aber mal. Sie ist nicht von Cerberus, Commander. Sie ist turianisch. Ach. Was soll es heißen, turianisch? Sie wurde vor Jahrhunderten platziert, nach den Kroganischen Rebellionen. Die Bombe diente dem Schutz vor einem weiteren galaktischen Krieg. Brutal, aber es leuchtet irgendwie ein. Es wäre das Ende der Kroganer, wenn sie Mätzchen machen. Ja, das wäre natürlich aber auch nicht so geil. Und wahrscheinlich jetzt Cerberus. Wir haben die jetzt überhaupt rausgefunden, verdammte Hacke. So eine Taktik schafft kein Vertrauen. Nicht wirklich, nee. Aber jetzt müssen wir erst die Bombe entschärfen. Ja, aber Cerberus hat sie gefunden. Die Detonation würde einen Krieg zwischen meinem Volk und den Kroganern bedeuten. Stimmt. Das erklärt die Geheimhaltung. Wo ist sie? Bei diesen Gebäuden vor uns. Cerberus hat vor, sie auszugraben. Ach, die ist nur eingebuddelt. Der Zug wird ihre Flanke decken. Bei der Aktivität merken doch die Kroganer, dass was faul ist. Dann dürfen wir nicht versagen, Commander. Hab verstanden. Ah, ja. Ich meine, das ist, wie wollen die eigentlich aus der Affäre rauskommen? Oder so, wenn die Kroganer sicherlich immer mal Fragen stellen wird. Die Cerberus Taschenarmee ist schon wieder da, so wie es ausschaut. Ja, das ist natürlich geil, aber zum Glück sind es noch Sturmschützen. Nee, halt, warte, das sind nicht noch Sturmschützen. Ich sehe da hinten noch einen. Ich sehe da hinten noch einen komischen Geschützturm. Die lassen sich noch Sinn. Zum Glück kann ja ein geübter Scharfschütze hier relativ schnell das Feld leeren. Ach gut, der wird sicherlich den Sturz nicht überleben. Oh nee, es war doch kein Geschütz, das war so eine komische Wand. Jo. Ja. Ach, guck mal, Schildgenerator. Ja, ich mach das schon. Warum ist ja eigentlich so ein dauerhaftes Artilleriefeuer? Wo kommt denn das denn schon her? Wer seid ihr denn? Warte mal, ich hab ja was für euch. Das habe ich gerade gelevelt. Bum, 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 bum. Warte mal, er kann noch Schilder auflösen, oder? Das wäre jetzt super, wenn er das könnte. Ist noch nicht passiert. Jetzt ist passiert. Warte, das reicht noch nicht mal fürs Ganze. Das reicht noch nicht mal fürs Ganze zerfliegende Schild. Oh. Ich glaube, der war es gerade im Boden gegangen. Das ist natürlich ungünstig, aber ich kann das nicht mal gerne hoch. Ich glaube, ich bin wieder zu schnell nach vorne gelaufen. Nee. Hat nervig wieder Schild. Finde ich voll nicht okay. Man wird wieder so leben. Bringt das oder? Ich hebe mir das auch später. Das habe ich auch noch alleine.
Umschalt zu machen, kann nicht schwer sein. Wenn du einen Umschalt hast zum Heilen drücken, niemals. Weil der muss hinüber sein. Das war's doch nicht der letzte, oder? Nee, halt auf. Jetzt hast du den, oder? Lass ihn nochmal nach. Der würde besser nicht dazu kommen, um ihn zu schießen, oder? Alter. Schon wieder fast meine Munition, Alter, aber hey. Ja, doch. Bewegung bleibe ich, bemühe mich doch. Soweit ich kann. Mann.